Ja, Wolf? Bisa zeigt. Bei dem Buddy Plaza. Mhm. Hinten, wo das Schiff ist. Ja, da kann ich mir Waren anbauen lassen. Beziehungsweise mit deinen Begleitern Waren einkaufen, also verschiffen, tauschen. Also was früher hier Diagose. War. Genau. Und im Laufe des Spiels kommt hier ein U-Boot hin und da kannst du dann einen Kamerad auf Handelszug schicken. Okay, mal wieder zurück. Irgendwie ist das nicht richtig. Django bestellen. So, was wollen wir denn? Sinn des Lebens wollen wir und Verteidiger und auch. Aber es gibt jetzt, Entschuldigung, wenn ich Hutz nochmal unterbreche, es gibt jetzt nicht. Ah, okay, sie ist noch nicht bereit. Sie ist noch nicht bereit. Das muss erst noch, ich glaube, auf Jägerrang 2. Ah, okay. Also nicht bereit. Wir sind kurz zu Agosi gegangen und haben herausgefunden, dass man nichts einkaufen kann dort. Aber es gibt jetzt nicht so speziell, wie man Honig, Pilze und sowas anbaut, so ein Anbaufeld, wie es halt früher gab. Jein. Also das machen die Katzen dir eigentlich. Also es gibt kein Feld mehr, sondern die Katzen können das für dich erhandeln. Okay. Indem du sie auf so eine Mission schickst. Im Grunde ist es dieselbe Mechanik. Alles klar. Du kriegst dann auch, wenn du Honig einbaust, kriegst du Käferhülsen und so. Also die Mechanik ist voll dasselbe, bloß es haben sie miteinander verbunden. Alles klar. Gut, was wollt ihr denn für ein Monster jetzt? Wir haben noch eine kleine Mission, also ein Kleinviehzeug und ein paar Großviecher. So. Wovon wir noch drei erledigen müssen. Ja, wir erledigen alle. Ja, dann, ja, das können wir auch machen. Gib Gas, ist mir Wurst welche. Hutz, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 7. Nico, hallo. Das ist keine Zahl. Nicht mehr, aber zwischen 1 und 7, dann nehme ich 4, weil es die Mitte ist. Alles klar. Oh. Das war Schneeball-Effekt. Richtig. Ich habe nur so halb drauf geschaut. So, Questtafel. Beitreten. Schneeball-Effekt. Müssen wir jetzt den Hasen töten? Ja. Ja. Weil der ist doch so immer so böse gewesen, der Hase. So, ich will eine andere Waffe. Ah nee, ich habe ja jetzt extra Schild ausgewählt schon. Nein, ich will die Waffe. Habe ich ja letztes Mal noch gemacht. Ja, was? Ich hab doch hier schon gedrückt. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Moment, bling, Moment, bling, Moment. Bling. Ich bin gleich bereit. Ihr guckt ihn euch an, der Wolf hat schon 2 Fahnen. Was? Hat der Wolf 2 Fahnen? Ich hab nur eine Fahne. Und der Bisa hat auch nur eine Fahne. Das bedeutet. Wahrscheinlich, dass ich die Quest bereit gemacht habe. Dass der Wolf die Quest hostet und wir haben nur beigetreten. Aha. Nico, wie geht's dir? Also, Bisa, kann ich starten? Ja, du kannst starten. Ich hab wir auch. Wir sind alle bereit. Alles klar. Warten nur noch auf den Wolf. Du musst nicht jetzt mehr unbedingt an das Tor rennen, sondern du kannst auch mit der zweiten Schultertaste auf Bereit klicken oder was auch bei Tastatur ist, ich weiß es nicht. Ja, ich muss jetzt erst gucken, wie ich aus. Wo das stimmt, ich wollte ja erst nochmal trainieren gehen, damit ich weiß, was die ganzen Tasten jetzt sind. Pech gehabt, Dutz. Nein, die Sache, also Tasten sind eigentlich ganz einfach. Ja, dann, wie blocke ich? Also das linke und rechte Maustaste ist schlagen, so wie es aussieht. Genau. Blocken dürfte Steuerung sein. Ja. Nee, Steuerung gibt's nicht mehr hier. Das war früher Steuerung. Nee, Steuerung ist es nicht. Wofür du stehst im Weg mit deinem dicken Hintern. Ich sehe nichts. Das ist E. Nein! E ist Items nehmen. E ist schon mal schlecht. Steuerung gedrückt halten ist, wenn du unten durchswitchen möchtest bei deinen Items. Das ist alt. Alt ist es auch nicht. Was ist F? F ist reiten. Okay. Ja, du musst ja auch erst die Waffe ziehen. Zieh die Waffe mit linker Maustaste, dann kannst du... Ja, warte mal. Ich muss ja mal wieder runterkommen. F. Wie komm ich denn? Nee.
Leertaste. Leertaste ist die Ausweichentaste. Die braucht ihr ja eh nicht. So. So. So, ich will hier wieder raus. Raus. Leertaste ist absteigen, okay. Okay. Also, Waffe ziehen. Habe ich. Und nu? Jetzt musst du gucken, welche Taste es ist. Ja, du bist lustig. Du ist es nicht. Er ist es nicht. Leer. Nee. Also leer ist schon mal springen. Ja, leer ist ausweichen. Ich weiß halt nicht. Bei mir ist es halt rechte Maustaste für anvisieren. Da dachte ich, das wäre es bei dir auch. Nee, bei mir ist linke und rechte. Die nächste Seite anzeigen auf der Maus. Also die zweite Maustaste. Also die dritte Maus. Die vierte Maustaste. Das ist die vierte Maustaste. Du hast doch Seitentasten, oder? Oh Herrgott, ja, hab ich. Das ist. Okay, also ich hab hier. Obere Seitentaste. Oh Herrgott. Wie spielst du das, Wolf? Ich muss nicht blocken. Wie renne ich denn? Shift. Wie du in jedem Spiel rennst, eigentlich. Okay. Und mit linke und rechte Maustaste, das ist jetzt nicht gerade kompliziert. Linke, rechte Maustaste, aber dann an den Seiten die Tasten. Ja gut, mein Gott, da ist ja sowieso der Daumen drauf. Das eine ist blocken, das andere ist irgend so ein anderer Schlag, was weiß ich. Ja, Krypto, wir haben total vergessen, in den Trainingsbereich zu gehen. Das wollten wir eigentlich davor machen. Hui. Deswegen mussten wir gerade ein bisschen umschauen. Was macht die Katze hier? Die läuft da. Ja, warum? Warum tut sie das? Warum nicht? Weil sie hier lebt. Putz, steig auf. So, wir gehen. Die auch. So. Warte mal, ich muss wieder Kraut klauen. So. Will nicht aufsteigen. Was ist er denn? Wofür? F gedrückt halten. Ja, alles gut. Bin ja schon drauf. Bin ich auch offen. Brauchen wir dann noch einen Jäger? Wird gerade in meinen Chat gefragt. Kommt drauf an, bist du Anfänger oder bist du kein Anfänger? Weil wenn du hier reinkommst und das Vieh einfach kaputt klopfst, dann bringt uns das nichts. Ich glaube, der liebe Krypto hat noch nicht viel gespielt. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sein Fortschritt ist. Also ich hab das Vieh, ne? Hast du schon? Ja, ich warte nur auf euch. Ja, wir müssen nur weiter vor. Einfach geradeaus weiter. Einfach gerade. Nein! Hier hoch, genau. Ah, ihr found a Hase. Ja. Ja. Zu schnell, Hase. Viel zu schnell. Aua. Sein Name ist Hase, er weiß von nichts. Ihr macht das schon. Seht das. Ah, okay. Ja, Hutz, du machst das gefälligst auch. Ja, ich versuche. Hast du einen dicken Hintern? Ja, dann hau drauf. Komm ich nicht durch den dicken Hasen. Jetzt weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wie meine Kombos gehen. Nee, ich wusste es davor auch nicht, aber. Kannst jetzt auch drauf schieben, dass ich es nicht mehr weiß. Aber ich habe das Gefühl, du nimmst deutlich weniger Schaden, Rutz. Wir sind schon 2 Minuten drin und du hast erst einen Trank verbraten. Ja, aber den aus Versehen. Genau. Aber auch nur einen aus Versehen. Aber kann ich da was halten bei dem? Der mit Aufladen? Weiß ich nicht. Wo geht's gerade? Das ist einfach nur ein Schlag. Ja, aber wir haben alle Sachen gleichzeitig gedrückt.
Autsch. Oh. HP. Lassen. Okay. Was ist denn jetzt hin? Okay, ich arme. Bitte. Ja, ich hab Bumm. Machen wir mal ein bisschen Bumm an dem Vieh, ja? Ich weiß nicht, was ich getan habe, Moment. Aber ich bin nach oben gesprungen gerade. Ich mach mal Bumm an dem Vieh. Nur bei dem Vieh. Ich hab mich mal mit meiner Waffe an ihn eingeklickt. Ich baller einfach Detonationsmunition drauf. Also wenn ich mehr, noch mehr Finger auf die Taste auf die Maus bringen würde, würde ich noch mehr Tasten gleichzeitig drücken. Gefühlt drücke ich einfach alle Tasten. Funktioniert's? Ja, irgendwie schon. Aber ja, ich bin nicht so passt. Sicher, ob's funktioniert. Wenn es irgendwie funktioniert, dann passt. Nach oben wählen, nach unten wählen, was? Okay, er rennt weg, da kann ich gerade mal checken. Ja, die Aufnahme läuft. Ups. Was für eine Aufnahme? Ja, Videoaufnahme. Irgendwie sagt er mir, wärst du wegen Objekte wählen bei mir. Ich weiß nicht wieso. Da beschwert er sich einfach manchmal. In den ersten Quests. Es werden in den ersten Quests immer mal Hinweise eingeblendet. Also, jetzt bleib doch mal hier, Wuffel. Ich will da drauf. Ja. Danke. So, Minimap sagt, wir kriegen so, gleich das Gesellschaft. Problem gestern. Das Problem vorgestern war eher mit Controller. Er hat ungewollt Heiltränke gegessen. Oh, ja. Deswegen spielt er heute mit Tastatur. Oh, wer bist du denn? Dich kenne ich noch nicht. Ach, Wutz, folg mir mal. Ja, da wollte ich auch. Ja, ich bin beim Hasen. Ich bin genauer gesagt auf dem Hasen. Stimmt, das mit dem Seil-Dings da, das weiß ich halt jetzt auch wieder nicht, wie das funktioniert. Da schlag ich dir gleich mal vor, mach mal im Dorf einfach mit der Questdame reden, und zwar... Guck mal, ich nehme jetzt mal das Dorf. Da ist es dann eine kurze Tutorial-Quest. Entschuldigung, ich hab den Hasen nicht ganz unter Kontrolle. Geh mal jetzt an den Vogel und drück F. Kurz. Was ist los? Aber er will nicht. Ah, dann hast du den Zeitpunkt leider verpasst. Wo ist denn der Hase jetzt eigentlich hin? Ja, nicht mehr überhaupt. Also, ich bin der drin. Ist abgehauen. Oder der haut. Der ist abgehauen in Gebiet H1. Also hier einfach die Wand hoch. Ich will diese Sachen aufheben jetzt. Kann sagen. Diese Sachen aufheben. Viele, viele bunte Sachen hier. Was ist Jacques Chirac? So, hier, kurz, hier hoch. Hoch. Die Wand hoch. Ja, hoch. Die Ranken hoch, genau. Hier gibt's Knochen übrigens. Das ist der Hund gar nicht. Oh, Knochenhaufen, brauche ich auch was. So, hier hinten gibt's noch mehr Kräuter. Alles mitnehmen. Wuffel, hoch. Hoch mit dir. Gute Bergsteiger, Wuffel. Hier, noch mehr Kräuter. Hallo, Hasi. Und nicht mit gegen Hasichen. Mach Bumm! Ist nur eine Kopie von Tütchen. Naja. Ganz billige Kopie. Hast du gerade versucht, aber mich zu hauen? Genauso dicken, flauschigen Hitzen denn. Ist halt ein Hase. Was bin ich froh, dass ich automatisch blocke. Was tust du? Ja. Warum? Weil du an ein Bogengewehr
ein Schutzschild anbauen kannst. Und das blockt manchmal automatisch. Das hast du schon. Das kannst du von Anfang an machen, ja. Ich war ganz frech und hab das angebaut, ja. Du warst auch ganz frech und hast mich während des Wettens geschlagen. Nein, erschossen. Du standst zwischen mir und dem Hasen. Noch schlimmer. Warum greifen unsere Hunde jetzt diese Viecher an? Weil wir die Waffe gezogen haben. Wir treffen automatisch alle wilden Viecher an. Drauf mit. Drauf mit uns. Komm. Ah, ja. Jesus. Will die sammeln. Wieder schon nichts. Warum kann ich nicht sammeln? Warum macht er das nie? Weil du noch deine Waffe ausgerüstet hab. Drück einmal E, dann legst du sie weg. Genau. E. E. So, E. Nee, wenn ich E nehme, dann trinke ich wieder. Nein, nur wenn du die Waffe weggelegt hast. Genau. Du hast ja noch die Waffe ausgerüstet. Okay. So, jetzt kannst du. Na gut. Wofür? Wofür? Hallo? Ach, mein Wuffel flatscht sich schon wieder. Ja, du hast außerdem schon wieder die Waffe ausgerüstet. Du darfst die Waffe nicht ausgerüstet haben. Naja, gut, er hat in dem Moment die Waffe ausgerüstet, als ich gesehen habe, dass mein Wuffel kämpft. Ach so. Genau. Naja, nehm ja ein bisschen rohes Fleisch mit. Ja, kann man gut brauchen. Okay. Apropos, ich könnte mal ein paar Rationen verputzen. Von den simplen. Warum? Höhere Ausdauerleiste. Und runter mit mir. Mein Autoblock verbraucht meine ganze Ausdauer, das ist das Problem. Will er denn? Will der Visa hin? Der will ganz nach da hinten. Ja. Du hast ja unten links die Minimap. Ja, aber ich verstehe die noch nicht so ganz. Naja, die zeigt dir deine Wege an. Die zeigt dir die Umgebung an und wo gerade die Monster umher spüren. Okay. Und da, wo dieser rote Pfeil hingeht und auch der blaue. Wolf. Ja, genau. Und da ist auch unser Hase. Ach so. Und was sind die anderen zwei großen Bilder auf dem Map? Das ist einmal dieser der Großbagi, den wir letztes Mal besiegt haben, und der Vogel, den der Wolf eben zusammengehauen hat mit dem Hasen. Auch da. Oh, gleich. Warte mal kurz, ich überlege gerade, ich mache erstmal bevor. Nee, ihr könnt ja mal kämpfen. Oh ja. Ich muss hier mal wieder die Schleifsteine aus dem Raum sein. Mach nur. Lass dir Zeit. Immer das vorletzte Objekt. Ja, aber irgendwie kann ich. Oh, ich weiß nicht, wie ich. Ah, so. Steuerung gedrückt halten mit dem Mausrad. Ich hab wieder gefangen. So rum war das. Liebe Schnittmunition. Scheiße, ich habe zwei Genesungskugeln verballert. Ja, du hast mich genau getroffen. Habe ich dich geheilt? Ja! Dann waren sie immerhin nicht ganz verschwendet, weil. Genau. Ich bin in dem Moment durchgeflogen. Ich habe einen Miefnerz. Oh, was willst du denn jetzt bei mir? Guck mal, ich versuche mal so einen Miefnerz. Was macht denn der? Du lockst das Monster auf dich. Oh, das ist aber doof. Das wollte ich nicht. Würde ich jetzt. Das Monster wird dich jetzt bevorzugt. Das ist aber doof. Soll aufhören. Ich will keinen Miefnerz mehr. Der Effekt hat nur ein paar Minuten. Keine Sorge, sobald der Hase humpelt, wird er sowieso abhauen. Genau. Also immer schön zuhauen und immer schön ins Gesicht. Ich will an die Beine. Au. Oh, Birdie ist da. Ja? Der Birdie. Der Vogel. Sind die eigentlich automatisch auf? Die Stelle hätte ich mir nicht mehr sparen können. Was meinst du damit automatisch? Kommen die immer automatisch zu einem Kampf dazu? Die bewegen sich einfach auf der Map. Ich würde mal halt machen.
Kann übrigens sein, dass ihr ein bisschen leise seid, dann muss ich euch lauter drehen. Ja, was glaubst du, wie das für mich ist? Du willst eine Explosion? Ja. Nein, wollen wir nicht. Ich spiele auch gerade kein Sechsengel. Ich spiele gerade Morphax. Ah. Also kleine Explosion habe ich jetzt auf Lager gehabt. Die ist durchgegangen. Mir wird der Großbaggy in der Nähe angezeigt. Ich habe das Gefühl, der ist auch hier. Nee, der kommt gleich. Stimmt, der ist um die Ecke. Der ist hinter dem Berg. Sehr gut. Und der kommt jetzt. Ja, ist egal. Unser Ziel ist weg. Wir verschwinden. Ich muss jetzt erstmal wieder einstecken. So, F. Irgendwo waren doch noch mehr Sachen. Sind alle schon wieder verschwunden, verdammt. Nee. Es war nur die eine Sache, die... Ja, gut. Der Baggy kommt euch übrigens nach. Ja. Er hat euch ganz doll lieb. Herz. Ja, ich nehme alles mit, was hier in der Gegend rumliegt. Da hinten. Will auch. Ja, dann komm, ich bring dich hin. Ja, Schneekraut. Der Erz ist hier drüben. Ja. Als Schütze lernst du erst richtig alles mitzunehmen, was da ist. Wieso? Oh ja. Weil du als Schütze, du musst sonst die ganze Munition kaufen und du kannst nicht alle kaufen und... Ja, alles, was du herstellen willst, braucht Material. Autsch. Ich hab mal ein bisschen Bumm gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Gut, das hat jetzt wehgetan. Ja, diesmal haut er mich. Und jetzt ist wahrscheinlich gleich mein nächster Altbank sein. Dritter dann. Ja, drei ist okay. Drei ist völlig okay. Ah! Wolf, der hat dich leer. Ich hätte mich auch lieb, wenn ich die ganze Zeit explodieren würde. Wow, das war gemein. Aber er ist direkt in meine Explosion reingesprungen, das war gut. Ja, nee, jetzt muss ich mal was sagen. Das tat weh. Oh, das ist ein Megatrank, der macht ja richtig voll. Ja. Das ist im Grunde ein normaler Trank mit... Mit Honig. Mit Honig verbessert. Okay. Ich habe leider noch keinen Honig gefunden, ja. Sonst würde ich den auch nehmen. Oh, unser Buggy kommt. Ja, nehme ich beide. Oh, jetzt bin ich auf dem komischen Hasen. Ja. Oh. Oh, sonst zeig's ihm. Zeig's euch. Nein, dem Baggy. Ich würde ja gerne, aber er macht ja nichts. Linke oder rechte Maustaste ist ein bisschen schwer, den zu steuern. Der Hase wirkt, wenn man ihn selber steuert, ein bisschen träger als sonst. Ja. Oh ja, schön. Wolf, angreifen bringt kaum was, weil du machst sehr wenig Damage. Ich habe mehr Damage gemacht als normal mit diesem Schuss. Einfach weil durch Hutz Drehung habe ich an so vielen Körperstellen getroffen. Ja, bin ich runtergeschmissen, die Sau. Ja, er macht sich auch schon wieder aus dem Staub, wir gehen. Ah, da hinten liegt aber was. Material einsammeln, Hutz. Ja, ich bin unterwegs. Irgendwie will er. Also mit E. Einmal E. Eingesammelt. Okay. Noch mehr da?
Ich sehe keins mehr. Mir war nicht mehr da. Dann, Dackel, Dackel, komm her. Wolf, der verfolgt mich. Und der ist schneller als ich. Lauf! Damit er dich überholt. Damit er dich kragt. Wir haben Bisa vergessen. Nein, nein, alles gut. Ich hätte jetzt gesagt, ich lenke ihn ab, aber... Ich habe eins Hase gefunden. Ja, dann. Hase geht wieder hoch. Ey, ich bring Besuch mit. Das ist aber nett. Unser Hase ist wieder. Ne, unser Hase ist noch da. Ich dachte schon, der wäre schon wieder gegangen. Der Backen ist weg. Ja, der kann auch weggehen. Steht mir sonst die ganze Zeit bloß im Schussfeld. Er liegt. Sehr gut. Dann drück ich wieder F, oder? Wenn du willst. Wenn du es rechtzeitig. Ne, hast du nicht rechtzeitig geschafft. Der war Mist fehl. Ich hab ihn gesprengt. Ich hab dich wahrscheinlich auch runtergesprengt, aber ist egal. Nein, das ist das Ende von meinem Angriff. Das runterfallen. Das ist normal. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal erste Hilfe nehmen. So. Was nehmen wir denn jetzt? Perforation. Klingt gut. Das ist hier aber blockt. Auf mich drauf zu springen. Ich schieße mit tödlicher Ungenauigkeit. Autsch. Da merkt man. Nein! Oh, voll auf mich drauf. Da kam eine Schneekugel auf mich zu. Ja, aber das Vieh macht ja kaum Schaden. Das sagst du? Ich bin schon wieder halb leer. Ja? Nee. Und wie viele Treffer hast du davor abgekriegt? 3 oder 4? Ja, siehst du. War jetzt Nummer 5. Ich bin's gewohnt, dass so ein Vieh mit einem Schlag alles umhaut. Okay, ich muss mein Schwert mal wieder schleifen gehen. Kommst schon wieder durch sein Fett nicht durch? Ich noch nicht beim Schwert schleifen. Meine Reihe. Und noch einmal! Was ist denn hier nicht in Ordnung? Der will. Ich lenke ihn mal ein bisschen ab. So. Jetzt esse ich erstmal noch so ein Ding so. Und so ein Schneeschnitzel. So also eine Ration essen. Oh ja. Reiner. Noch einer. So. Ich bin jetzt mal wieder fast tot. Aber er ist auch fast tot. Ja, er humpelt. Er humpelt Speck. Aus irgendeinem Grund tue ich schon wieder so blitzen. Was ist das? Das ist die Eispest, die macht, dass deine Käfer, die du unten siehst, langsamer sich wieder aufladen. Also brauche ich Bären. Nö, das geht mit der Zeit weg. Mach einfach warten. Nein, zu spät. Ich habe Bären gegessen. Gut.
Einen ganzen Grizzlybär. Nom nom nom. Da haben wir wieder Piercing-Munition nachgekauft. Piercing? Ja, ich habe Bären eingesammelt, aus denen ich Piercing-Munition machen kann. Ja, ich habe nämlich gehört, der Hase, der möchte gerne noch ein Piercing im Gesicht haben. Ja, wenn er mir noch eine mitgibt, dann muss ich ihn leider... Ja, du hast doch Medizin mitgenommen, oder? Also hier, Erste Hilfe. Ja, ich hab Erste Hilfe dabei. Weil Erste Hilfe hast du nur während der Mission. Die wird dir danach wieder abgezogen. So. Ja, dann schmack ich was durch die mal. Trink, Brüderlein, trink. Warum hab ich dann die dicken Heiltränke genommen, verdammt? Weil ich vergessen habe, dir diese Information zu geben. Wow. Mein Hund heilt aber gerade. Heilhund? Heilhund, ja. Ja. Jedenfalls immer, wenn er einen Gegner... Oh fuck, ich merke gerade, ich schieße schon wieder mit Genesung. Loben wir doch mal den da und den da. Lobe euch beide. Lobe seid ihr. Uts, loote das Vieh, schlachte es aus. Ich loote. In ein Lootstolf. Der wird eine schöne Pelzmütze. Das ist aber eine große Pelzmütze. Ja. So, ich guck nochmal, ob ich irgendwelche Materialien finde in der Restzeit. Zeit hat man da noch? 20 Sekunden. Seite angezeigt, nämlich noch weniger als 20 Sekunden. Ja, was? Aber Honig war letztes Mal hier oben, im Zwischenbereich irgendwo. Aber hier kann ich nochmal Knochen, die Klingsknochen. Machen wir's gut. Ja, brauchst du auch noch manche bekommen. Waffen. Ach. Jetzt will also, Anders beglückwünschen, den Wurfel. Ja. Da drauf ist. Es sind immer unterschiedliche Animationen. Manchmal holt er einfach seinen Kauz und streichelt den. Manchmal streichelt er seine Begleiter. Oder manchmal stellt er sich auch so einfach, haha, ich hab's geschafft, hin. Okay. Und irgendwie habe ich langsam das Gefühl, mein Begleiter ist im Level höher als ich. Ja, wir haben ja kein Level direkt. Achso. Wir haben ja nur die Jagdstufen. Ja, wir haben immer einen Jägerrang. Genau. Verstehe. So, dann gucke ich mir mal an, ob ich eine Pelzmütze basteln kann. So, und... Und er hat auch bisher... Nee, schau gerade. Weil es wurde ja eben gesagt, er hat online noch nichts angefangen und im Dorf die erste Seite angefangen. Also er ist auch noch relativ... Er ist noch sehr am Anfang. Ja, dann mach mit. Dann komm rein. So eine Langobi-schlechter Schusswaffe wäre natürlich auch geil, aber da bräuchte ich noch ein Ohr von dem Vieh. Also nochmal gegen den kämpfen. Ja, das ist. Ich bräuchte halt noch ein Ohr oder ich schmiede mir halt eine Rüstung. Oh. Könnt mir eine Hose machen. Von dem Vieh. Also ich wollte sagen, eine Hose kann ich mir auch machen von dem Vieh. Aber eigentlich bräuchte ich jetzt erstmal Handschuhe. Ja, ich habe schon Handschuhe. Mir fehlen Beingamaschen. Aber da bräuchte ich noch gedrehte Reste von der Fee. Ja, dann warte ich noch. Vielleicht finde ich ja noch ein Ohr von dem Biest und dann... Macht das eigentlich Sinn, eine ganze Rüstung zu kriegen?
Ja und nein. Du kannst mal gucken, die Dinger haben verschiedene Effekte und sie haben auch Set-Effekte manchmal. Ah, okay. Wenn du über das Set mit der Maus drüber fährst, siehst du immer den Set-Effekt. Wo? Beim Schmieden von Rüstungen hast du links immer so ein Set-Ding. Mhm. Und da siehst du immer den Set-Effekt. Hallo. Und je nachdem, wie viel du von dem Set hast, hast du mehr Effekte davon. Ich hab gehört, ihr braucht doch einen Mitspieler. Ja, immer her. Ich hab gehört, ich muss dich dringend lauter drehen. Ich hab gehört, wenn du drin bist, dann werde ich weniger hauen. Könnte vorkommen. So, Hutz kriege ich leider nicht lauter. Wie nicht? Nee, du bist schon auf Maximum. Ja, soll ich lauter sprechen? Ein bisschen. Ja gut, dann. Eine meiner leichtesten Übungen. Dann hole ich mein Mikro ein bisschen näher zu mir. Oh Gott. Was oh Gott? Ich kann oh Gott. Nein, alles gut. Viel besser? Ja. Aber dann muss ich für den Stream muss ich es ein bisschen leiser machen, weil da schlage ich jetzt zu viel ins Rot aus. So, und ich zeige euch jetzt allen hier, meinen Zuschauern, nochmal die S-Animation, weil die habe ich in der Zwischenzeit halt gehabt. Vergessen. Dass ihr sie nicht gesehen habt und ich möchte, dass ihr sie seht. Wie war das nochmal mit den Vergleichen? Ah, warte mal, Vergleichen war... Shift. So. Wird unten angezeigt in der Leiste, genau. Eiswiderstand ist halt plus 4, also habe ich da minus 3. In der Verteidigung insgesamt beides 10. Denk auch dran, dass du deine Waffe upgraden kannst. Kann ich? Also, dann Waffe. Also ich muss gestehen, Schild und Schwert war jetzt zumindest schon mal schnell. Vielleicht müsste ich insgesamt also mal Schild und Schwert. Waffen können mit Schmiede hergestellt werden. Wähle eine Waffe aus und schmiede sie neu und verbessere sie. Die beiden Fällen benötigst du Materialien. Welche Materialien du benötigst und wie sehr sich der Wert verbessert, hängt von den ausgewählten Waffen ab. Okay. Ja, dann schauen wir. Oh, noch mehr Text. Waffengewirrsum können rückgängig gemacht werden. Wähle eine Waffe mit gelbem Pfeilsymbol aus dem Waffenbaum der Schmiede und stelle ihren ursprünglichen Zustand mit rückgängig machen wieder her. Für die Verbesserung verwendete Material erhältst du zurück bei Material. Blablabla. Okay. Ich verliere also nichts an dem Material. Das ist schon mal nice. Ja, wenn du dich dann entscheidest, nee, ich nehme lieber den anderen Zweig vom Baum, dann verlierst du nichts. Achso, es gibt einen Damuya-Baum, es gibt einen Buggy-Baum, es gibt ganz viele Bäume. Korrekt. Ja. Das splittet sich dann auch noch im Laufe. Je mehr Monster du entdeckst, desto mehr splittet sich die Bäume auch auf. Gegen was haben wir jetzt gerade eben gekämpft? Langobi. Den gibt's nicht. Es gibt keinen Langobi-Baum. Nicht jede Waffe hat jedes Monster. Genau. Jede Waffe kann auch einen anderen Baum haben. So, dann verabschiede ich mich aber von meinen Zuschauern. Für den Part reicht's mal. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn's weitergeht mit Monster Hunter. Bis dann, tschüss. Wo sehe ich die